Servus Leute, zurück zu Plaguing Evolved. Wir haben das letzte Mal mit einem Gehirnparasiten die ganze Menschheit versklavt und jetzt versuchen wir es mit einem Parasiten. Ein ganz normaler kleiner Wurm, der sich Parasit läuft auf Rens DNA, der sich anscheinend nicht selbst entwickeln kann. Schauen wir mal. Wir haben eine neue Fähigkeit. Warte mal, was war da nochmal? Ach ja, das war, glaube ich, besser als das ATB Creationist. Eigentlich wollen wir eine erhöhte Chance, dass es sich entwickelt. Und dann wieder das da. Bei den anderen habe ich noch nichts. Wieder normal. Und das letzte Mal hat die Faulheit die Menschheit übernommen. Jetzt vernichtet die Menschheit meine Schwiegermutter. Nein! Passt nicht rein. Dann halt. Schwiegermutter. Ja, sehr gut. Wo starten wir denn diesmal? Nicht mehr im Mittleren Osten, obwohl es geklappt hat. Wir starten diesmal in Ägypten, würde ich sagen. Ägypten hat zwei Häfen, wie es ausschaut. Und ein Flughafen ist warm, arm und ein Symbol, was ich immer noch nicht weiß, aber egal. Go. Schau mal, was kann der Parasit? Ah, schau mal, Schwiegermutter an. Sie sieht so galant aus. Okay, das ist ganz normal. Auch ganz normal und hier haben wir eine Fähigkeit. Okay, er wird schwieriger identifiziert. Das ist sehr gut. Wenn er nicht besonders auffällt, ist es immer sehr, sehr gut. Ägypten. Schwiegermutter hat den ersten Menschen infiziert. Sehr schön. Ah, Schwiegermutter ist ein Parasit. Ach so, wir kriegen keine Punkte, indem wir Leute infizieren, sondern durch die Bubbles. Das ist schlecht. Dann ist es gut, dass ich die Bubbles wertvoller gemacht habe. Ah, doch, ein paar Punkte kriegen wir schon. Wahrscheinlich weniger. Parasiten-DNA entdeckt? Was? Achso, das ist bloß der Start wahrscheinlich. Schauen wir mal, was kostet denn das Ganze alles? So teuer. Wir könnten es zwar machen, aber bringt noch nichts. Bubble! Ich müsste erstmal die Übertragungsrate verbessern. Wir sind nämlich zu langsam. Go, go! Schneller! Transmission, wir übertragen uns per... Wir sind in der warmen Region. Insekten oder ist Wasser? Ich glaube erst Wasser, weil wir zwei Häfen haben. Schwiegermutter breitet sich aus. Grauenvoll, diese Schwiegermutter. Ich hoffe mal, ich habe Schwiegermutter richtig geschrieben. Jetzt bin ich mir gar nicht mal so sicher. Egal. Verbreitung durch die Luft oder... Nein, mach mal Insekten. Essinsekten. Wir sind nämlich in einer warmen Region und hier passt es dann, kann es sich über Afrika ausbreiten. Sehr schön. Wir machen es vielleicht auch gleich ein bisschen schlechter zu identifizieren. Severity ist weg. Erstmal wird er nicht entdeckt. Bubble! Machen wir jetzt noch Luft und dann müssen wir es resistent machen. Gegen Hitze und alles. Ein parasitärer Wurm. Okay, in London könnten die... Ja, wunderbar. Könnten die Olympischen Spiele wieder stattfinden. Wie ist das hier? Kostet das zurückzuentwickeln? Refund. Nein, kostet nicht. Gut. Überhaupt keine Möglichkeit zu entdecken. Das ist so geil. Doch,
müssen wir 8 geben. So, Hitzeresistenz als erstes. Der mittlere Osten wurde... Ach so. Kann es sein, die roten Bubbles kriege ich nicht? Die werden noch kälter, das bedeutet... Nein, da sind die Bubbles. So, dann machen wir nicht die Symptome, sondern... Kälteresistenz. Dann hat es auch freien Weg nach oben. Ja, in Spanien haben die Medizin. Da brauche ich auch Drug Resistance. Gut. Blub. Wir brauchen jetzt Drug Resistance. Perfekt. Dann kann es sich in Spanien besser ausbreiten, unser Parasit, der nicht auffällt. Oder wie? Immer noch gar nicht. Da wird gar nichts entdeckt. Die Schwiegermutter fällt gar nicht auf. Noch nicht. Besser als HIV, so muss es sein. Unsere Welt geht zugrunde. Blub. Schwupp. Wir müssen schön unterm Radar bleiben. Und, Husten. Mit Husten. Wir haben immer noch nichts, was auffällt. Husten steigert aber in urbanen Gegenden unser Übertragungsrisiko. Das ist sehr gut. Dann lassen wir mal husten. Bei Husten, wer denkt denn da schon gleich an den Parasiten? Wow. Jetzt geht's aber ab. Extremer Tsunami. So, Übertragungsarten. Wir nehmen das hier. Lanterns Mission. Und vielleicht Wasser noch ein bisschen besser. Oder? Brauchen wir eigentlich noch nicht. Fällt ja gar nicht auf bisher. In ruralen Gegenden. In urbanen Gegenden? Mann, urbanen Gegenden habe ich da nicht schon irgendwas? Nee, da habe ich bloß die Drug Resistance. In armen Gegenden? Nein, in armen Gegenden, da wir in Afrika gestartet sind, haben wir da, glaube ich, weniger Probleme. Vielleicht hier etwas. Andererseits. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Weltinformationen. Wir haben die kalten Gebiete, die fehlen noch großartig, ja. Dann gibt es hier was zu tun, in den kalten Gebieten. Transmission, nein, nicht Abilities, Kälteresistenz. Sehr gut. Dadurch sollte es auch in den kalten Gebieten leichter verbreitet werden. Schön. Schwiegermutter hat schon mehr infiziert als die gewöhnliche Grippe. Schnupfen. Ja, können wir gebrauchen. Schnupfen erhöht nämlich auch die Übertragungsrate, aber fällt immer noch nicht auf. Es hat eine Erkältung. Wer würde da auf einen Wurm deuten? Aber stimmt schon, du gehst mit Husten und Schnupfen zum Arzt und was macht er? Der schaut dir mal kurz in den Rachen rein und sagt, ja, ich schreibe ihnen ein Antibiotikum auf, bum. Hier eine Woche krank schreiben und bam. Der normale Arzt fängt, dem fällt sowas nicht auf. Bisschen Husten, bisschen Schnupfen. Und schon ist die ganze Welt mit Parasiten voll.
Schauen wir mal die ganze Welt an. Ja, da Grönland und Kuba. Warum Kuba? Kuba, du solltest dich mehr der Welt öffnen. Genau. Zwei to go. Zwei. Wo? Dort unten ist es. Ja, okay, es läuft. Fieber. Fieber ist schon ein wenig. Kann tödlich enden. Nein, das wollen wir gerade noch nicht. Noch kein Fieber, bitte. Husten und Schnupfen reicht. Boah, 7 habe ich für die Bubble bekommen. Her mit diesen Bubbles. Hier haben wir noch nichts. Grönland. Jetzt hätte ich gern meinen Fungus wieder. Nein, meinen Hirnparasiten, der die dorthin steuert. Müsste echt das letzte Land dort oben sein. Zysten. Ah, da kommt die Severity dazu. Nee, dann weg. Soll nichts auffallen. Wir müssen erst noch Grönland infizieren. Bisher hat es noch nicht geklappt. Ah, endlich. Jedes Land ist infiziert. Gut. Dann warten wir jetzt nur noch ab, bis auch jeder hier schön seine Packung Parasiten im Organismus hat. Und dann kann Schwiegermutter anfangen zu nerven. Zu Tode nerven. So viele Punkte. Her damit. Was ist denn hier? Zentraleuropa ist auch ziemlich schwach. Reich, kalt. Kalt, kalt, reich. Anämie. Ja. Warum nicht? Die Punkte werden mehr. Go, go. Wir werden alles mit Parasiten überströmen. Die Schwiegermutter schlägt zurück. Kanada ist, ehrlich gesagt, schlechter. In Kanada? Was geht denn hier ab? Grönland wurde zwar bedeutend später infiziert, aber Kanada braucht hier langsam, ist langsamer. Wahrscheinlich die Kombination aus reich und kalt. Aber auch hier wird's. Wir haben so viele Punkte. Insomnia. Insomnia-Symptome. Dadurch fällt's auf. Aber deutlich. Weg damit. Noch nicht. Kanada ist bald bereit, die Schwiegermutter zu entfesseln. Und wie wir sie entfesseln können, mit so vielen Punkten. Ist unglaublich. Die Menschheit wird ausgerottet. Okay, Vögel, naja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ein Glück, dass es keinen wirklichen Parasitenvirus oder Krankheit so gibt, wie ich die sie hier entwickelt, dass sie sich erst über die komplette Menschheit unbemerkt ausbreiten und dann mutieren zu einem extrem tödlichen. Auf einen Schlag. Blick, ein Hebel wird umgelegt und schon ist es tödlich. Schön. Ich finde auch immer geil diese Linien überall. Über welche Wege es sich verbreitet. Schaut euch das an, schaut euch das an. So viele Punkte. Oh, Kanada. Du bist das einzige Land noch. Und bam. Zeit für den Spaß. Symptome. Was könnte ein Parasit hervorrufen? Parasiten sind eigentlich hier. Eher was für den Darm, oder? Hier kommt Darmzeug dazu. Diarrhoe zum Beispiel.
Decentering. Starvation und Tod. Dann ist immer wieder gut. Das hier. Ziemlich tödliche Sache. Ich glaube, da kommt auch was sehr Tödliches. Hier. Und das nehmen wir auch. Extrem tödlich alles. Nekrosis. Sehr tödlich im Moment. Mal schauen, wie lange es dauert. Ja, Schwiegermutter wird jetzt töten. Da, schaut, wie schnell das geht. Oh, schon über 13 Millionen Tote und jetzt haben sie die Krankheit erst entdeckt in Russland. In Zentralamerika ein erster Tote. Ist das Zufall? Nein, ich weiß nicht. Und schon sind wir besser als der Schwarze Tod, bevor die überhaupt anfangen zu forschen. Die Schwiegermutter, sie nervt sie alle zu Tode. Es geht gar nicht. Die Grenzen werden geschlossen. Das bringt alles nichts mehr. Wir haben schon so viele getötet. Achso, die Kur wurde sogar schon angefangen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt brauchen die keine Kur mehr. Jetzt ist alles zu Ende. Ja, das ist tödlich. Das ist tödlich. In Kanada hat das normale Leben, ist das normale Leben zusammengebrochen. Zentralamerika, Anarchie. Da kann nicht mehr geforscht werden. Was gibt's noch Tödliches? Das da und das ist gar nicht so tödlich. Das ist noch tödlich. Blub, blub, blub. 5%. Sie suchen ein Heilmittel gegen die Schwiegermutter. Aber die Schwiegermutter ist viel zu mächtig. Viel zu tödlich. Können wir noch Tödlichkeit irgendwie steigern? Das da wäre nicht schlecht noch. Naja, okay, reicht. Wir haben ja schon gewonnen. Die Bubble. Die Welt. Schwiegermutter. Destroyed Humanity. So sieht's aus. Game over. Die Schwiegermutter hat erfolgreich alles Leben auf der Erde eliminiert. So kann's kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.